Und herzlich willkommen. Ich habe ja schon angekündigt, es soll hier ein Food Diary geben und das fange ich jetzt mal an. Ich esse jetzt endlich was zu Abend. Ich bin schon am Verhungern gewesen. Ich habe nicht gerade die Wohnung geputzt und ich habe mir meinen Salat gemacht mit meinen Butenstreifen. Die Tomaten habe ich jetzt nicht zerschnitten, die habe ich im Ganzen reingehauen mit Rucola-Salat und dem Feldsalat. Dann habe ich mir hier noch zwei Scheiben Vollkorntoast mit meiner Leberwurst mit Schnittlauch gestrichen, einfach damit ich auch was richtig Festes im Magen habe. So Salat zähle ich ja nie als richtige Mahlzeit. Und dazu trinke ich ganz normal Mineralwasser, trinke ich am Abend eigentlich immer. Und ja, dann lasse ich es mir jetzt mal schmecken. Morgen, ich habe heute Berufsschule und bin hier gerade am Frühstücken. Wie ihr seht, ich habe mir ein Glas Bananennektar eingeschenkt, habe den auch verdünnt mit Wasser. Und dann habe ich mir Nougatbits gemacht. So kleine mit Milch. Und die werde ich jetzt verspeisen. Ich möchte euch gerne noch zeigen, was ich für die Schule mitnehme. Da ich in der Schule ja nicht so filmen kann. Hier seht ihr meine wunderschöne Brotbox. Da habe ich jetzt. So. Habe ich mir jetzt einen Vollkorntoast wieder mit der pommersche Leberwurst mit Schnittlauch gemacht. Haben mir noch ein paar von den Snacktomaten rein. Und so drei Duplo Whites, aber ich werde höchstwahrscheinlich nur eins davon essen. Ich nehme immer ein bisschen mehr mit, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt in der Schule, wenn die anderen sehen, oh Gott, die hat Süßigkeiten dabei, dann wollen sie alle was. Und wenn man nichts abgibt, dann sind sie beleidigt. Deswegen nehme ich da immer gleich drei mit, dann kann ich ihm irgendwas abgeben. Mitnehme ich Wasser, ich trinke eigentlich immer Wasser. Wasser löscht am besten Durst und einen Energy. Auch wenn ich ziemlich viel geschlafen habe, ich bin gestern einfach im Bett eingepennt, so früh wie noch nie. Ich glaube 7:30 und habe da bis 6 durchgeschlafen. Fühle mich auch relativ fit, aber ich nehme trotzdem mal einen Energy mit, man weiß ja nie. So, es ist jetzt endlich Nachmittag. Ich bin von der Schule daheim und ihr seht schon, hier dampft mein leckeres Essen. Ich bin richtig hungrig. Ich habe mir jetzt meine Spinatnudeln warm gemacht. Sieht richtig lecker aus. Ich habe es heute mal nicht in der Mikrowelle gemacht, sondern in der Pfanne. Bin gespannt, ob es da genauso schmeckt. Und dazu trinke ich einen Gasseidler. Habe ich mir verdient. Ich habe morgen frei und ich war die Woche schon schön fleißig. Also wünsche mir einen guten Appetit. Morgen oder besser gesagt Mittag. Ich habe jetzt bis 11 Uhr bis 11:30 geschlafen. Ja, bis 11:30 war es geschlafen. Es ist Valentinstag. Euch allen einen schönen Valentinstag. Und deswegen habe ich mir jetzt hier ein bisschen größeres Frühstück gemacht als sonst, weil das ja sozusagen Frühstück und Mittagessen ist. Ich habe mir einmal Vollkorntoast mit meiner schwarzen Johannisbeer-Konfitüre gemacht. Dann habe ich hier die Chocolate Chips und die Nougat Bits gemischt und ich habe mir einen Kakao zusammengerührt und das werde ich jetzt alles genießen. Bis später. Oh, jetzt gibt's Nachmittagsessen. Ich war bei Kochlöffel und habe mir das Hähnchentoast, die Menü in Mittel geholt. Das ist dann da drin der Hähnchentoasti, dann hier die Pommes und der Ketchup. Das Getränk habe ich schon auf dem Weg hierher verarbeitet. So, hallo meine Lieben. Ich muss ein bisschen lauter reden, weil der Fernseher gerade ziemlich laut ist. Es gibt jetzt einen Teller von Maggi, einen Gulaschtopf mit Kartoffeln, das ist noch was zu. So sieht das dann fertig aus. Und ja, das ist ein Teller. Ist ziemlich flüssig. Ach du Scheiße, der Nagellack war noch offen. Und ein Energy. Und mein Tisch sieht ziemlich scheiße aus und der Nagellack ist mir gerade runtergefallen. Und ich habe mir Nägel gemacht. Yeah. Ha! You know what it is? Gym class hero. Katrina, it's hard to look innocent when I got cookie crumbs all over my face. You dig? I like that.